Hi ho, servus und grüßt euch zu einer neuen Folge Hyrule Warriors. Wir sind in der Schattenebene. Letztes Mal haben wir die Goronen auf dem Todesberg verprügelt. Diese armen kleinen Goronen. Und jetzt sind wir in der Schattenebene. Genau, und dann geht's irgendwie wieder hier so zurück auf eine Ebene. Nach der Schattenebene kommt natürlich noch eine. Und Siegelhain müssen wir auch noch machen, glaube ich. Habe ich das schon gemacht? Nee, auf normal haben wir den schon bestritten. Ah, den Siegelhain haben wir schon gemacht. Dann habe ich den Todesberg gemacht. Und dann machen wir den Hyliassee jetzt am besten. Oder einfach die Schattenebene. Oder machen wir den Hyliassee. Ich habe keine Ahnung. Wir machen jetzt die Schattenebene. Scheiß drauf. Hier mit der Lana, der guten Lana. Und hier wird Wasser empfohlen. Also nehmen wir doch den Stab und dann... Oh, den da natürlich. Schaut mal, 96 Angriff, 2 Sterne. Nehmen wir das hier, Zwischensequenz. Ich halte meine Klappe und bis gleich. Lana stepped through her portal and found a jarring sight. Wherever she looked, the kingdom was consumed by shadow. Though she knew of the Twilight Realm, she had never seen it firsthand. Lana's sorcery could not reveal who or what was causing the twilight to cover Hyrule so completely. She soon came upon a small village beset by monsters. Her mission to close the Gate of Souls would have to wait. Na, alles klar. So, was ist hier mit dem Schlachtfeld los? Das liegt im Schatten. Wir werden ja sehen, was jetzt Sache ist. Oh, geile Musik mal wieder. Na, nicht schlecht. Stimmt, das liegt im Schatten, so wie bei Twilight Princess. Das muss das Schattenreich aus der Legende sein. Moment. Jedes Mal, wenn ich das Spiel neu anfange, bin ich ein bisschen verwirrt. Oh, upsala. Was war das? Okay. Wir können den Feind in der Dunkelheit nicht ausfindig machen. Seid vorsichtig. Okay, das ist also irgendwie ein Problem. Jetzt stecke ich aber in der Patsche. Okay, wer ist in der Patsche? Da hinten war jemand in der Patsche. Wir rennen mal nach dort unten. Ein Hilferuf, dem müssen wir nachgehen. Und zwar nach dort, glaube ich. Dort war da... die Dorfbewohnerin darf nicht fliehen. Nein, wird sie nicht. Ich werde sie retten. Aber davor muss ich... Uha. Zu Hilfe. Ja, okay, komm. Wir rennen schnell hin, bevor ich hier irgendwelche Sachen einnehme. Sonst haut ihr echt noch ab und dann haben wir in den ersten 3 Minuten die Dings verkackt. Hilf ihr schnell. Ja, meine Fresse. Ich komme hier schon. Ist sie jetzt tot oder was? Oh nein! Kommt nicht näher! Blah. Yay, da bin ich. Das war knapp, ja. Ziemlich knapp. Ja, hahaha. Aber wer bist du? Ach, das ist doch hier diese komische Käfersammlerin. Ja, ich bin Lana. Ich bin auf der Suche nach dem Seelenportal. Aber ich weiß nicht so recht, wo ich suchen soll. Seelenportal? Das sagt mir nichts. Oder vielleicht doch. Aber ich kann dich überall hinbringen, ganz gleich an welchen Ort. Hihihi. Oh mein Gott. Und wie würdest du das anstellen? Mit einer Menge Magie. Mit einem Flatterschmetterling. Süß. Mit dem Schmetterling der Göttin. Er wird uns durch das Schattenreich führen. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Die hat uns jetzt geholfen. Dann nehmen wir halt jetzt erstmal dieses... Oha. Diese Lana ist sackstark, muss ich sagen. Leck, das ist auch neu. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe vorhin nämlich im Bazar noch ein bisschen was gebaut und so, weil ich mir gedacht habe, das muss ich ja nicht immer zeigen. Aua. Das muss ich ja nicht immer zeigen. Habe ich das jetzt schon eingenommen hier? Nee, Moment. Ich kann das gerade gar nicht einnehmen. Weil ich die Agneta zum Ziel führen soll. Agneta ist so ein dummer Name. Ganz ehrlich mal, Agneta ist echt ein Scheißname. Wenn ich mein Kind hasse, würde ich es Agneta nennen. Agneta. Das ist schlimmer als irgendwie Kevin oder so. Bam, bam, bam. Oh yeah. Ich mache immer die gleichen Kombos.
dreimal B und dann einmal Y. Wo ist die denn jetzt? Die ist voll langsam, die Sagneta. Komm jetzt mit, verdammt nochmal. Das ist ein lustiger Angriff. Ah, das erzeugt diesen kleinen Stab hier. Süß. Okay, Agneta, jetzt all die mir voraus. Lauf. Der hat echt Schiss. Da muss man jeden einzelnen Gegner aus dem Weg räumen. Das ist ja kacke. Na gut. Oh, die helfen mir jetzt? Oder was? Ne, die rennen nur nach vorne. So. Jetzt steht die da und hat Schiss. Die können doch auch mit ihrem scheiß Regenschirm herumprügeln, oder nicht? Moment, hier brauche ich die Deko. Die Deko-Ranja-Pflanze muss kaputt gemacht werden. Da brauche ich einen Bogen. Was ist das? So. Und jetzt ist hier so ein blöder Gargoyle. Den machen wir auch noch kaputt. Say, da, ha, hey, ha. Bam, bam und kaputt. Die ist so sackstark. Und jetzt eine kleine Kombo und dann ist sie hier. Yay! Dunkelheit besiegt. Mondschein, Flieg und Sieg. Sie drängen uns zurück. Wo jetzt? Achso, wir müssen die erstmal hier zum Ziel bringen. Okay, auf. Komm, Agneta. Die Tore sind verschlossen, aber ich kümmere mich drum. Dann mach. Dankeschön. Darf ich jetzt den Dorfvorplatz einnehmen? Ja, das darf ich. Say ha! Das ist auch eine neue Kombo gewesen. Cool. Kommandant. Wo ist ein Kommandant? Das hier. Das ist eine starke Kombo. Diese Zusammenführung und dann werden die alle in der Mitte verpatscht. Hier sind gerade überhaupt keine Gegner, die ich töten könnte. Deswegen der Dorfvorplatz, dieses Barometer nicht nach unten geht. Sonst rennen da immer zigtausend Gegner rum. Aber irgendwie sind da jetzt gerade keine da. Wie, was ist das? Oh, das war Agnata. Jetzt hat die auf einmal Stärken und kann kämpfen, oder was? Festungskommandant. Na, endlich. Das ist kein Kommandant. Das ist kein Kommandant, aber den besiege ich mal schnell. Den besiege ich mal schnell. Vorhin ging es besser. Ja, oh, jetzt spackt die Kamera hier schon wieder rum. Jetzt, zack. Hehe, das Ausweichen nervt. Können die das nicht ausstellen, diesen Sound? Oh mein Gott, wo war ich? So, pass auf jetzt. So. Bam, so war das hier vorhin. Das war diese starke Attacke, die den mit einem Mal erledigt hat. Hui, okay. So, pass auf. Schmetterlingchen freut sich. Er wird uns weiter den Weg zeigen. Ich glaube, die hat eine viel männlichere Stimme. Alles klar. Jetzt müssen wir diese Agnata wieder eskortieren. Wo rennt sie rum? Da rennt sie rum. Oh, sie ist endlich mal schnell. Komm, komm, komm. Hopp, hopp, hopp. Keine Zeit zu verlieren. Blöde Bitch, komm jetzt. Ich warte. Hallo. Komm jetzt. Da ist sie endlich. Komm. Komm. Mut, mut, mut. Yay, Mission erfolgreich. Agnata wurde beschützt. Ja, toll, da war ja auch gar nichts. Oh, jetzt passiert irgendwas. Oh, oh. Midna? Midna ist doch nicht böse. Lass ihn frei, wir brauchen ihn. Wozu? Damit er herumfliegen und meine Truppen vergiften kann? Was? Ich kann dir versichern, dass er nicht zu den toxischen Lepidoptera gehört. Meine Fresse. Lepi was? Eben. Es ist ein Schmetterling der Göttin. Wenn du ihn behutsam bittest, wird er dich überall hinführen. Er ist ein Schmetterling voller Geheimnisse. Ganz gleich, wohin? Ich will... Ja? Hey Schmetterling, bring mich zu diesem Hexenscheusal. Du liebe Güte, und was machen wir jetzt?
Wir werden wohl kämpfen müssen. Dam, dam, dam. Hey, aua. Whoop. Okay, diese Nimbus-Garten sind ganz schön heftig, glaube ich. Ist es Nimbus-Garte? Ja, jetzt ist die Midna. Der Schatten lässt Midna stärker werden. Oder ist Midna doch bei uns? Nein, Midna ist... Midna ist eine ganz eigene, eigenständige Gruppe. Gelbe Gruppe. Die schließt sich später noch uns an. Die wird noch friedlich. Meine Fresse, was ist denn jetzt hier los? Man kann die Attacken gar nicht hier... Ah... Mann. Ja, fickt euch alle. Ich ziehe schon wieder. Bam. So, die nächste Nimbus-Garde wartet. Der hat so ein Blubberblasen-Dings über seinen Kopf. Und wir auch schon wieder mit einmal hier am Arsch. Die Lana ist einfach sackstark. Ohne Witz. Jetzt haben wir drei Gruppen am Hals. Gelb und Gelb stürmt gerade ein bisschen nach unten. Greift die Festung der Zauberin an. Okay, ja. Ist es hier? Nee. Aber hier ist ein gelber Vorposten. Das sind diese komischen Skelettdinger hier. Die gehören doch nicht zu Mietna. Warum bringen die irgendwie alles durcheinander hier bei diesem Hyrule Warriors? Ein komplett eigenständige Geschichte mehr oder weniger schon gemacht. Oder? Ja, glaube ich schon. Das hat überhaupt nichts mit dem normalen Zelda zu tun. Das wäre auch ziemlich abstrakt. Was ist denn da noch für ein kleiner Wicht rum? So ein Skelettkommandant nenne ich ihn jetzt einfach mal. Warte, Moment, ich muss nach da unten. Ich hab's ganz gern, wenn die Minimaps sich mitdrehen. Drehen. Sprachfehler. Weil es ist einfach zum Orientieren, finde ich. Okay, Moment. Passt auf. Jetzt machen wir Folgendes. Den noch erledigen kurz. Dann rennen wir da außen rum. Weil wir anscheinend außen rum müssen. Bam. Und da ist ein kleiner gelber Punkt. Du bist fleißiger als die kleinen Bienchen. Oh. Und was mich auch noch stört, ist dieses rote Eck dort unten. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier, so. Das ist gar kein Problem. Sie drängen uns zurück. Ja, mir egal. Ah, hier. Eine Nimbus-Garde, das ist... Ich habe einen Baum gepflanzt. Okay. So, seht ihr? Einfach ein bisschen ausweichen und bam, ist die Nimbus-Garde par se. Oder auch nicht. Doch, das ist gar nicht die Nimbus-Garde. Wo ist die Nimbus-Garde? Die ist tot. Das ist gut, weil jetzt habe ich so einen Nimbus-Garden-Panzer, wird ein bisschen Material und kann mir neue Sachen bauen. Das ist, oh, nicht schlecht. Da liegt das Material von der Nimbus-Garde. Material. Hilfe! Was? Wo? Dort hinten? Okay. Ich brauche ein bisschen mehr Manpower, wie man so schön sagt. Dort hinten muss ich nach rechts oben. Und dann... Mehr geht nicht. Ah, Weichei. Ah, so. Hab ich dich. Jetzt nimmst du sofort diesen faulen Zauber von mir. Wer ist da? Das sind jetzt hier. Diese Gestalt steht ja, aber ich muss leider gehen, du putziges kleines Ungeheuer. Zia hat sich zurückgezogen. Okay. Die Hexe mit den unheilvollen Brüsten hat sich zurückgezogen. Und die Mittelfestung ist offen. Sehr schön. Da rennt noch ein roter Gegner rum. Ein großer roter Goblin wahrscheinlich. Hier ist so ein Dark Dingsbums. Ups, das war jetzt... Naja, nicht so gut. Level up. Okay, es war doch gut. Ein Dekobaum.
Wieso kann die Lena einen Deko-Baum pflanzen und einfach wachsen lassen? Wie ist das möglich? Oh, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Hauptsache der Deko-Baum ist da. Was hat die Minda gemacht? Die Minda rennt da immer noch da hinten oben rum, gell? Aua. Halt die Klappe, ich bin jetzt nicht in der Stimmung. Oh, okay, sie ist nicht in Stimmung. Wir haben anscheinend noch nichts erreicht. Achtung, unser Hauptquartier wird angegriffen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Mal wieder. Es ist einfach viel zu viel, was hier auf einmal passiert. Wir nehmen das kurz hier ein. Da ist so ein großer grüner Mops. Stirbt großer grüner Mops und die Siegbedingungen haben sich geändert. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Besiege Mietner. Alles klar. Ja, mach ich. Kein Problem. Und Batschabum. Der Dunkeldinger ist kaputt. So, mehr geht nicht. Was denn? Oh, die regen mich auf. Ohne Witz. Das schreien sie rum. Ach, come on. Come on. Come on. So. Bist du tot? Schön. Schön. So. Pass auf, wir machen diesen Vorposten. Holen den Haupt... holen das, was unter dem Stein dort liegt. Und alles ist gut. Und alles ist gut. Und dann verabschiede ich mich... Da ist gar nichts drunter. Ihr Kackpratzen, ihr Elendigen. Midna hat den Aerelophos besiegt. Dankeschön, Midna. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hyrule Warriors, die setzt genau dort an. Adios, amigos. Hauen Sie rein, können Sie raushauen. Ei!